Nun sollten wir uns aber unsere Belohnung bei der Madame abholen. Meint ihr nicht auch? Ganz genau, okay. Madame? Hattet ihr Erfolg? Ja? Das ist in der Tat erfreulich zu hören. Ich denke, ihr habt euch eine angemessene Belohnung redlich verdient. Eine Boddenbrook lässt sich nicht lumpen, lasst euch das gesagt sein. Hier habt ihr euer Gold. Ich habe schlanke Hand noch ein wenig auf die eigentliche Prämie draufgesetzt. Denn wisst ihr, leisten kann ich es mir ja selbst in diesen ungewissen Zeiten des Krieges. Was euch aber wiederum nicht zu interessieren hat. Gleichviel, ich bin zufrieden mit euch. Darauf könnt ihr euch gerne etwas einbilden. Nee. Falls ihr übrigens Interesse habt, euer Engagement in meinen Diensten zu verlängern, könnt ihr dabei helfen, ganz besondere Waren aus allen Teilen des Landes zusammenzutragen. Kurz, es geht dabei um modisches Schuhwerk. Ah! Ganz recht. Meine Leidenschaft benötigt steten Nachschub. Wenn ihr auf euren Reisen ein adrettes Paar Schuhe seht, so bringt es mir und ich werde euch entlohnen. Ich bin offen für vieles. Samt, Seide, Brokat, Lammleder, alles, was gerade en vogue ist. Aha! Und nun dürft ihr gehen. Es gibt genügend andere Angelegenheiten, die meine Aufmerksamkeit bedürfen. Oh, Level Up, nice! Ich habe ein interessantes Paar Schuhe gefunden. Genau, daran musste ich sofort denken, als sie das gesagt hat. Geil! Bitteschön, da bin ich wieder. Habt ihr mir ein paar Schuhe mitgebracht? Ja, Silberbrokatschuhe. Lasst sehen. Oh, in der Tat, sie sind durchaus präsentabel. Hier habt ihr eure Entlohnung. Wenn ihr noch mehr findet, bringt sie umgehend zu mir. 400 Gold, nice. Sind die hier in Ordnung? Was ist das? Nein, das ist nichts, das meinen Ansprüchen gerecht wird. Und da meine Ansprüche sehr hoch sind, solltet ihr euch besser ein wenig mehr anstrengen. Ja. Das wollte ich mir gar nicht hier... Wartet bitte noch einen Moment. Ich will euch noch vernünftig danken für eure Hilfe. Wer weiß, wie die ganze Aktion ohne euch ausgegangen wäre. Und ich möchte euch etwas schenken. Es ist eine Axt. Ihre Schneide ist aus einem Metall, das so hart ist wie Granit. Mit einem Wort also, eine vortreffliche Waffe. Tragt sie mit Stolz. Geil! Oh, danke. Oh mein Gott. Oh, wie viele Sachen ich jetzt derzeit bekomme und finde. Und ist das geil. Stahlkriegsaxt. 12 Schaden macht genauso viel wie meine einhändige Waffe. Oh, lame. Ich dachte schon, er schenkt mir gleich seine Axt, weil die sieht echt brutal aus. Aber das ist auch ein neues Model, oder? Moment kurz, liebe Antoinette, mach dir keine Sorgen. Ich möchte nur zu dir kommen. Nein, weil hier Licht ist und ich die Waffe näher unter mein Augenlicht Schein nehmen will. What? Verb fehlt. Hilfe. Ja, müsste auch ein neues Model sein. Sieht ganz cool aus, aber nichts Beeindruckendes, aber dafür, dass es wahrscheinlich selbst gemodelt wurde, richtig nice. Richtig nice. Danke, Frau Boddenbrook. Und jetzt sollen wir Schuhe sammeln, ja? Kurzer Test. Ich bin interessiert. Nein, also wie erwartet, zeigt er mir natürlich keine Questmarker an, wo es die anderen Schuhe gibt. Was ich aber ehrlich gesagt ein bisschen doof finde, möchte uns eigentlich der Handor noch irgendetwas anderes sagen? Habt Dank und lebt wohl. Weil einerseits, wenn man das wieder von zwei Seiten betrachtet, logisch, wir sollen ja die Schuhe finden und wenn wir einen Questmarker bekommen, kann man ja nicht mehr wirklich von finden reden, wenn man schon weiß, wo es ist. Einmal das, deswegen klar, deswegen müssen wir die erstmal finden. Und andererseits, wenn es wirklich viele Schuhe gibt, wie zur Hölle soll ich die finden? Das ist ja reiner Zufall, ob ich die irgendwo auf dem Boden mal liegen sehe. Ohne euren Tipp, dass ich die einstecken soll, hätte ich die auch niemals dort irgendwie, wäre ich da niemals drauf aufmerksam geworden. Jo, wir können eine Stufe aufsteigen. Machen wir das zuerst, dann teleportieren wir uns direkt mal zum Sanktum. Keine Zeit verlieren! Sehr schön. Die Boni sind natürlich mal wieder sehr bescheiden. Intelligenz als Magier, rein damit. Ja, Stärke können wir auch mal wieder hochgehen. Im Prinzip ist es egal, auf was ich hier setze, weil mir alles gleich viel bringt.
und ja, Geschicklichkeit, mehr Ausdauer. Ich will ja ein bisschen wieder mehr auf Nahkampf gehen, also beziehungsweise mehr Nahkampf mit Fernkampf und Zaubern mixen für mehr Abwechslung. Also ein bisschen mehr Ausdauer kann ich schaden und dann haben wir auch die 40 geknackt. Das ist ein befriedigendes Gefühl für mich, anstatt die 39 da stehen zu haben. So, sehr schön. Stufe 10 wäre das. Gut, ach so, können wir gleich mal gucken. Mehr Lernpunkte zum Trainieren und Erfahrungspunkte. 600 von 5000. Oh, das wird dauern. Dann könnten wir jetzt als nächstes uns im Schmieden trainieren. Bevor wir uns teleportieren, gehe ich lieber aus der Stadt raus. Ich will hier nichts riskieren. Am Ende sagen die wieder illegal. Kleiner Test, kann ich hier schon zaubern? Jawohl. Dann heilen wir uns kurz vollständig. Da und da. Und dann nehmen wir uns kurz den Extra-Wurst-Zauber. Wo sind die denn? Teleportieren, Arcanis Sanctum. Oh, ist die Musik toll. Während wir hier sind, können wir auch gleich noch mal ein paar Sachen in der Kiste ablegen, die ich sowieso ablegen wollte. Und zwar einmal den Steinfeld-Dolch als Erinnerungsstück. Und dann wieder mal ein... Oh, lecker, ein Brotlaib. Ich glaube, das esse ich gleich mal. Die Erdbeere auch. Aber Stone, das sind Reagenzien, damit kannst du Tränke machen. Ich weiß. Aber ich habe gerade Lust, sie zu essen. Ich habe Lust, meinen Charakter den wundervollen Geschmack spüren zu lassen. Stone, du bist voll krank. Voll der RP-Wahnsinnige hier. Ich werde einfach meinen Brotleib belegen mit einer Erdbeere. Nom, 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 nom. Oh, wir haben noch einen Haufen Tränke, die wir eigentlich auch verkaufen können. Die Stahlstreitaxt, es war zwar nett gemeint von ihm, aber ich glaube, so eine schlechte Axt des Blutfürsten würde ich lieber behalten. Stahlstreitaxt ist eigentlich auch ein Erinnerungsstück in einem gewissen Sinne. Aber heißt für mich nicht besonders genug, um als tatsächlich auch als Erinnerungsstück durchgehen zu können. Mir wurde auch gesagt, dadurch, dass wir die Pilgerreise, die Einführungsquest gemacht haben, können wir mit einigen Leuten, die Eigennamen haben, jetzt sprechen. Mumit Muram aber nicht. Hallo, möchtet... Genau, der hat stumpfe Waffen. Stumpfe Waffen könnten wir eigentlich auch mal trainieren, das wäre eine Idee. Gucken wir kurz mal nach, wie hoch ich überhaupt stumpfe Waffen habe. Ich weiß, dass ich Zerstörung genau auf rund 50 hatte. Das will ich auf jeden Fall jetzt noch trainieren, um das auf 50 hochzubekommen, damit wir den nächsten Rang haben. Stumpfe Waffen habe ich nur 35. Hallo. Dann will ich gleich mal 300 ausgeben. Stumpfe Waffen. Gut, ich bringe es euch bei. Danke. Damit wir das hier auf einer schönen 40 haben. So, Vanmiria hatte eine Quest für uns. Das wollen wir uns auch gleich mal frisch abholen. Dürfte ich euch kurz aufhalten? Ich muss euch etwas sagen. Und zwar werde ich in Kürze zu einer längeren Reise aufbrechen und weiß noch nicht, wann ich zurückkommen werde. Allerdings habe ich noch eine Aufgabe für euch. Wenn ihr die nicht jetzt erledigt, werdet ihr wohl nie mehr dazu kommen. Natürlich will ich euch nicht zwingen, aber es wäre von Vorteil für euch, dies zu machen, bevor ihr euch mit irgendetwas anderem befasst. Na gut, das blockiert mich jetzt allerdings ein bisschen in der anderen Hinsicht, dass ich hier noch ein paar Händler erledigen wollte und alles mögliche, weil ich traue Nerim alles zu. Ich würde sogar Nerim zutrauen, dass sie tatsächlich ein echtes Zeitlimit hier reingesetzt haben, dass wenn ich es nicht sofort mache, dass die Quest als gescheitert gilt. Und seht euch den Typen da hinten links an, wieder in die Kamera guckt. Boah, der ist voll drin. So, aufladen. Ja, die Axt wollen wir erstmal nicht aufladen. Zauber kaufen, Frostnova, genau, das wollte ich mir holen. Wir sind schon mit ihr ordentlich am Handeln. Frostnova holen wir uns mal, weil da Umgebung einfrieren für 4 Sekunden an sich selbst.
Noch haben wir genug Kohle, also nehmen wir das einfach mal. Soll ein sehr praktischer Zauber sein. Ich bin schon mal gespannt auf die eigentliche Benutzung. Dann, was können wir hier noch machen? Genau, die Tränke wollte ich verkaufen, deswegen bin ich hierher gekommen. Und natürlich auch, wir haben hier so viele Schriftrollen, die wiegen zwar nicht so viel, aber öffnen leichtes Schloss. Also leichtes Schloss können wir uns auch selbst knacken. Deswegen verkaufe ich hier einfach mal die Rollen. Für die Leute von euch, die das noch nicht wissen, ja, ich verkaufe die alle einzeln. Ich nehme an, das ist genauso wie bei Oblivion, dass wenn man die Sachen einzeln verkauft, der Handelsgeschick-Skill schneller steigt. So, festigen Blocken. Ich blocke so selten, das können wir auch raushauen. Magika absorbieren kann praktisch sein. Licht brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben erstens eine Fackel und zweitens haben wir auch einen Zauber, der uns Licht spendet. Die Rollen, kann das sein? Die Rollen habe ich hier noch nie aufgeräumt. 25 Lebenspunkte entziehen für 10 Sekunden. Das ist innerhalb der 10 Sekunden insgesamt 25 Punkte entziehen. Ja, können wir auch entfernen. Ich dachte gerade eben pro Sekunde, das wäre Hammer gewesen, aber nee. Chamäleon 10% bringt so gut wie gar nichts. Anfällig gegen normale Waffen, das kann gut gegen Endgegner sein. Festigen Stärke 10 Punkte ist gut, Stärke 5 Punkte bringt mir wenig. Seelenfalle nehme ich mal mit, weil wir keine Waffe mehr mit Seelenfalle haben. Intelligenz ist auch für Zauber gut, Infravision für sehr dunkle Sachen, Federn um Sachen mitzutragen, Entzürnen kann weg, Beruhigung kann weg. Da ich nämlich anfangen will, abwechslungsreicher zu kämpfen, will ich die Sachen hier auch gleich dann mal mitnehmen. So. Gier und Ehre haben wir noch nicht gefunden. Das ist aber, noch nicht gelesen, meine ich. Das ist auch so eine Sache, ja. Weil die Let's Reads kommen nicht gerade sehr gut bei euch an, also nicht bei so vielen Leuten. Deswegen, ich werde mich mal zurückhalten, das noch zu lesen. Vielleicht holen wir das nach, irgendwann mal. Zweite Aufgabe. Ich habe eine weitere Aufgabe, mit der ihr euch befassen könnt. Dieses Mal jedoch wird es wohl etwas schwieriger werden. Im Dorf Gilead ist eine junge Frau verschwunden. Aber weder wollen die Soldaten nach ihr suchen, denn sie sagen, ihr Sold sei nicht hoch genug, um sich für so etwas in Gefahr zu begeben. Noch haben die Dorfbewohner den Mut, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Da kommt ihr also ins Spiel. Geht nach Gilead und stellt Nachforschungen an, wo die Frau zuletzt gesehen wurde. Wenn ihr sie finden könnt, würde das sicherlich Vertrauen unter den Bewohnern schaffen und damit unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln aus dem Dorf erleichtern. Tut also alles, was in eurer Macht steht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Okay, hört sich gut an. Mal wieder ist die zweite Aufgabe hier noch nicht ausgegraut, sondern noch sichtbar, also klicke ich es nochmal an. Ich habe eine weitere Aufgabe, mit der ihr euch im Dorf... Okay, da kriege ich einfach nochmal das Gleiche gesagt, aber jetzt erst habe ich die Quest bekommen, also gut, dass ich die nochmal angesprochen habe. Was ist, wenn ich das noch ein drittes Mal mache? Beeilt euch besser. Wer weiß, was mit der Frau passiert ist. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir machen das so. Ich setze hier eine richtige Speicherung. So, eine extra Speicherung, nur für diesen Speicherstand. Und wir machen das jetzt so, wir laufen erstmal durch die Läden, um die Zauber zu kaufen, die ich noch kaufen wollte, kümmern uns um die anderen Sachen und falls es wirklich sein sollte, dass die Quest zeitbasiert war, dann werde ich nochmal laden und zuerst die Quest machen, aber dann werde ich natürlich hier ein bisschen alles zurechtschneiden, damit ihr nichts doppelt sehen müsst. Ich habe mich schon gerade eben gewundert. Was? Entzug? Habe ich irgendeine Krankheit? Nein, das ist nur die Magiesturmhaltung. So. Artikulationsstone. Bemühen Sie sich. Rolle des Schildwalls kann ich eigentlich auch mal verkaufen. Da ist eine rote Hand. Ach, konnte ich gar nicht verkaufen. Das stand gar nicht zur Auswahl. Weil das gestohlen ist. So, jetzt aber. Was wollte ich machen? Stone ist mal wieder abgrundtief ratlos. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich wollte irgendwas nachgucken. Hallo. Schaut euch um. Aber schauen wir erstmal hier. Genau, Voodoo-Auge sollte ich mir auch kaufen. Das wäre auch so eine Sache. Gehen wir mal hier hoch, weil die sind ja Novize. Dann sollte ich mal ein bisschen mehr rausholen können. Zeigt Stufe an Ziel. Soll praktisch sein. Nehmen wir einfach mal mit. Bis zum nächsten Mal.
Weiter geht's. Seid ihr gekommen, um euch... Ja, das bin ich. Kein Problem. Kein Problem, das passt nicht. Schild 12%, ja, das klingt nicht schlecht. Schockschild, ja, hier ist nichts so Besonderes. Adalas, auch so eine kleine Sache, die wahrscheinlich genau wie die Sternzeichen zum Teil aus WoW ein bisschen abgekupfert wurden. Hallo. Das ist Oria übrigens, die Alchemistin. Jemand von euch hat ja auch gesagt, ja, probier mal mit ihr zu sprechen nach der Einführungsquest, weil sie dann vielleicht dir Alchemiekram verkaufen wird. Das ist aber leider nicht der Fall. Oria will immer noch nicht mit uns sprechen. Aber Stone, warte doch, bis sie im Labor ist. Vielleicht geht's dann. Ah, egal. Also irgendwie will niemand mit mir sprechen. Ich nehme an, dass das von der Person, die mir den Tipp gegeben hat, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, Killing Romance, du vielleicht, ich bin mir nicht so sicher, ob das nur eine Vermutung war oder tatsächlich auch Wissen. Glaube aber, es war ein weiblicher Zuschauer. Verklagt mich nicht, falls das falsch ist oder falsch war. Hier waren keine weiteren Händler, oder? Nein, nur eine hübsch leuchtende Kugel. Und damit wären wir auch schon im nächsten Haus. Sagt mir Bescheid, ob es okay für euch wäre, wenn ich ab und zu hier solche Schnitte reinsetze. Vor allem, wenn wir gerade irgendwo im Sanktum rumlaufen. Seid ihr gekommen, um... Weil, ja, ihr müsst nicht unbedingt jetzt mitbekommen, wie ich ganze Zeit im Sanktum auf und ab laufe. Wir haben schon so viele Folgen, wo wir nur Sachen einkaufen. Da bietet es sich vielleicht an, das ein bisschen zu kürzen. Zauberspiegel, Zauberfang. Zauberspiegel soll auch nicht schlecht sein, hat irgendjemand mal gemeint. Aber ja, 4%? Ich weiß nicht, ob 4% jetzt so mega den Unterschied machen. Was mich aber wundert, könnte mich da irgendjemand von euch aufklären? Zauberspiegel ist ja nur Zauber widerspiegeln für 15 Sekunden. Und Spiegel an sich ist Schaden reflektieren. Und Schaden reflektieren ist doch Magie und Nahkampf. Also jede Art von Schaden. Schaden ist Schaden. Jetzt ist das Komische, schaut euch das an. Dieser Zauber hier kostet weniger Mana, halb so viel, kostet auch halb so viel und braucht weniger Skill als der hier. Der braucht 25 Arkan und der hier hat keine Anforderung, aber reflektiert 6 Schaden und der nur 4 Schaden und der reflektiert jeglichen Schaden. Also ich bin gerade voll verwirrt. Ich nehme das jetzt einfach mal trotzdem mit, weil 20 Münzen, ach Gott, das ist geschenkt. So. Hallo. Dann wollten wir hier noch 2 Punkte Zerstörung trainieren. Natürlich, kein Problem. Sauber, und noch einer. Natürlich, kein Problem. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, ob man tatsächlich pro Stufenaufstieg die Punkte bezahlt, also pro Stufenaufstieg mehr für pro Punkt zahlen muss, für pro Punkt. Aber ist gerade komisch, dass ich hier... Na gut, hier wird mir angezeigt, Stufe Geselle, warum zeige ich mit dem Finger dahin? Ich habe eh keine Kamera am Laufen. Stufe Geselle, hier steht es, aber ich habe keine Meldung bekommen. Gut, die Meldungen, die man bekommt, sind auch meistens leer. Vielleicht habe ich keine bekommen, weil ich das durch den Trainer bekommen habe. So, Geselle, sehr gut, damit können wir... Hallo. Ich wollte schon sagen, die nächste Stufe von Zaubern kaufen, aber das ist ja nicht der Fall, weil man braucht ja vor allem Magieränge. So, Feuerball. Wir wollten Feuerball Rang 2 kaufen, glaube ich. Kurz nochmal nachgucken. Wir haben nämlich eine Rune mit Feuerball Rang 3, oder was war das? Genau, Feuerball Rang 3. Aber das können wir nicht lernen. Jetzt wollte ich euch gerade nochmal... Genau, ihr benötigt mehr magische Fähigkeiten. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich wollte euch gerade nochmal die Meldung zeigen, aber sie wurde mir nicht angezeigt. Da habe ich ein zweites Mal draufgeklickt und dann wurde sie mir angezeigt. So, hallo. Damit wäre der Satz auch zu Ende fertig geführt. Kein Problem. Und dann für ein bisschen Abwechslung, dass ich nicht immer nur den Frostball schieße. Und vor allem wurde mir ja noch gesagt, in der Quest vom nächsten Kopfgeldauftrag, ich sollte ein bisschen Feuer mitbringen. Dann holen wir uns hier den Feuerball. Gefeilscht wurde schon mit ihm. Okay, dann holen wir uns hier Feuerball Rang 2. 50 Punkte an Ziel. Okay, kaufen wir das erstmal. Zack. Bis zum nächsten. Und dann würde ich gerne zu meinem Frostzauber mal vergleichen. Frostpfeil, Rang 2. Moment, habe ich noch Rang 1 ausgerüstet? Ach, ich habe die ganze Zeit mit Rang 1 angegriffen. Oh, ich bin doch bescheuert. Moment.
Ich wollte ja anfangen, mit Rang 2 anzugreifen, auch wenn es mehr kostet. So. 48 Punkte an Ziel, 24 Mana. 53 in 4 Fuß an Ziel. Jetzt mittlerweile weiß ich ja, was in Fuß bringt. Hier steht nicht in Fuß. In Fuß heißt, dass es auch Gegner in der Nähe trifft. Könnte irgendjemand von euch mir erklären, was 12% Chance auf Einschlag an Ziel bedeutet? Einschlag, was bedeutet das? Und noch Schaden über Zeit. Dann wollen wir mal jetzt den anderen Frostzauber, den ich noch drin habe, ersetzen mit dem Feuerballzauber. Wobei, ich leg mal Feuerball auf die 4 und heilender Funke Rang 2. Oder das war das Rang 1, ich weiß jetzt gar nicht. Ehrlich gesagt habe ich das vergessen. Ich lege mir einfach auch mal den teureren Zauber auf die 5. So habe ich die Angriffszauber direkt nebeneinander auf, hoppala, auf 3 und 4. Das macht auch mehr Sinn. Und auf 5 dann die Heilung. Sehr gut. Dann hätten wir die nächste Stufe. Geselle auf Zerstörungszauber. Wir hätten uns Zauber gekauft, die ich mir holen sollte. Und genau, ich wollte mir noch was anderes kaufen. Nämlich Markieren und Rückkehr. Hier hatten das die Händler jetzt nicht. Meine Fresse, Stone! Da drüben hatten die Händler auch nicht Markieren und Rückkehr. Ich schaue jetzt nochmal kurz die anderen Händler durch. Was zur Hölle? Sucht hier einen Wolf? Bist du friedlich? Ja, Fluffy. Ich wollte jetzt schon anfangen. Hallo, Fluffy! Ich wollte jetzt schon anfangen, den ersten Feuerball auf den zu schießen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Hä? Seine Hände leuchten da hinten. Was ist da los? Nein, das ist nur seine Hautfarbe. Wir wollen ja nicht diskriminierend sein. So, gut. Ich skippe mal kurz wieder vor. Ich schneide das kurz. Und wir sehen uns gleich wieder und erfahren, ob ich den Zauber gefunden habe. Seid ihr gekommen, um euch... Ah, und das ist hier der Wiederherstellungslehrer. Den hatten wir noch gar nicht gefunden. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir... mit dem netten Kerl hier auch noch reden können. Und oh, geil, nice. Hier können wir uns Buffs holen. Vitalität, Stärke, 2 Punkte. Ja, also 2 Punkte. Es wäre nett, wenn er noch Rang 2 hätte. Blitzheilung Rang 2 kostet mir ein bisschen zu viel Mana. An Ziel, an sich selbst. Wohltat, genau, das ist der Zauber, den ich eher brauchen würde. Wohltat Rang 1 klingt nicht schlecht. Rang 2, 56 Mana, kostet mir viel zu viel. Und ich schaue gerade... Genau, also das heilt genau doppelt so viel und kostet auch exakt doppelt so viel Mana. Also können wir uns eigentlich auch das erste holen. Das ist eigentlich jetzt noch egal. Oh, und dann auch schöne Krankheitsheilungstränke, Genesungstränke, super zu wissen. Boah, Krankheitsheiltrank kostet über 300 Münzen. Gott, was für ein Wucher. Ja, bitte? Bisher hatten wir ja nur mit dieser Dame geredet. Na gut, ich bin in dem Dorf nochmal ein bisschen rumgelaufen, aber ich glaube, wir haben soweit alle Leute abgeklappert.